Hallo und herzlich willkommen hier auf meinem YouTube-Kanal. Ich bin Dark Playmo und wir spielen heute zusammen Dishonored, die Maske des Zorns. Warum ich mir dieses Spiel ausgesucht habe als mein erstes Let's Play-Projekt, war der Grund, weil es mir beim Spielen selbst sehr viel Spaß gemacht hat. Und da dachte ich mir, gebe ich den Spaß einfach mal an euch weiter. Und wir spielen es heute mal und da werde ich hier gleich mal auf neues Spiel klicken. Wer hätte es gedacht? Da werde ich euch hier auch gleich mal die Schwierigkeitsstufen vorlesen. Ich werde es auch allgemein im Let's Play so handhaben, dass ich kleinere Schriften in Anführungsstrichen natürlich nur vorlesen werde, wie zum Beispiel hier die Schwierigkeitsstufen. Bücher und anderweitiges, was wirklich lange Texte sind, was nur Hintergrundinformation ist, was wirklich niemand unbedingt braucht, das werde ich nicht vorlesen, weil es einfach so unglaublich viel Zeit fressen würde, das alles vorzulesen. Naja, wir fangen ja gleich mal an. Oder ich werde euch nur mal normal verlesen, weil ich auch normal spielen werde. Also normal. Schleichen und Kämpfen ist jeweils mittelschwer. Gegner bewirken normalen Schaden und auch die Wirkung von Tränken ist normal. Ja, wenn es alles normal ist, dann ist es okay und wir starten jetzt einfach mal und hier noch schnell das Symbol einstellen. Ja, so, das sollte so gut sein. Wenn du ein neues Spiel erstellst, werden bisherige automatisch gespeichert. Wenn du ein neues Spiel erstellst, werden bisherige automatisch gespeicherte Spielstände überschrieben. Fortfahren. Ja, natürlich. So. Dunwall Tower. Greife einen aus dem Gleichgewicht gebrachten oder am Boden liegenden Gegner an, um einen tödlichen Stich zu versetzen. Nutze deine linke Hand, um Kräfte. Das ist viel zu schnell, um das vorzulesen. Naja. Die Heimkehr. Endlich wieder daheim. Mehrere Monate lang warst du in den anderen Ländern des Kaiserreiches unterwegs, um sie um Hilfe im Kampf gegen die Seuche zu bitten. Jetzt musst du die offiziellen Antworten der Kaiserin überbringen, der du als kaiserlicher Schutz erdienst. Kaum Intro. Gäbe es doch noch einen Vertrauten, den ich senden könnte, damit sie bei mir bleiben. Aber es gibt niemanden. Und der Meisterspion bestand zu Recht darauf, sie zu entsenden. Bethesda, Software. Die Seuche hat so viele dahingerafft. Wir brauchen ein Heilmittel. Sind sie in meiner Nähe, findet mein Herz Frieden. An Arcane Studios Production. Emily und ich werden ihre Rückkehr sehnsüchtig erwarten. Kehren Sie rasch zurück und bringen Sie gute Nachrichten. Ja, und das war das Intro. Frennhafen, da sind wir jetzt. Und ja. Ganz ruhig, genau. Aufpassen. Wir werden gerade runtergelassen. Leinen sind los. Haben abgelegt. Pam. Nutzt die Maus, um nicht umzusehen. Okay. Geradewegs zum Dunwall Tower. Lord Corvo hat Nachrichten für die Kaiserin, Stadt. Für die wir weit gereist sind. Eine weite Reise für schlechte Nachrichten. Die Seeleute sagen, auf uns liege ein Fluch. Schwarze Magie. Alles Aberglaube. Wahrscheinlich gibt es inzwischen schon ein Heilmittel für die Seuche. Vielleicht sind verrückte Zeiten. Der Leibwächter der Kaiserin auf einer monatelangen Mission. Das ist ungewöhnlich. Es war wichtig. Wir brauchen Hilfe mit der Seuche. Ja, ich bin nicht eingeschlafen, keine Angst. Ich will den nur nicht zwischen ins. Also, ich will den nicht ins Wort reden. So. Hey da, es geht nach oben! Die Tür ist geschlossen, fertig! Ich öffne die Schleuse. Und sie hebt sich! Oh. Ja. Kommt von der Seite Wasser rein. Endlich zu Hause. Nicht schlecht. Gleichmäßiger Druck. Gleichmäßiger Druck, genau. Steg runter.
Sehe ich auch so. Die Kaiserin wird schon auf ihre Nachrichten warten, Corvo. Oh, ich kann mich mit WASD oder WSAD, auch immer das so sagt, kann ich mich bewegen. Ja, wie man es bekannt was ist, ist ja allgemein so. Ja, ja. Der Druck war zu niedrig. Ja. Die neuen Maschinen sind empfindlich. Naja, sieht nicht wunderschön. Sieht jetzt nicht wunderschön aus, aber nein. Sokolov hat wieder alles geändert. Wir wissen noch nicht, was die Hydraulik jetzt vorne. Hallo, Sir. Hallo. So. Oh. Bravo, du bist zurück. Ein kleines Mädchen, okay. Erzähl von deiner Reise, bitte. Gab es Wale? Warte, lass uns erst Verstecken spielen. Ich schließe die Augen, du versteckst dich. Du hast Zeit. Mutter spricht noch mit diesem fiesen, alten Meisterspion. Haben wir Zeit für sie? Na gut, legen wir los. Gut, los geht's. Kinderfreundlich. Drücke linke Umschalttaste, um zu sprinten. Oh, das war jetzt aus irgendeinem Grund falsch. Was habe ich getan? Ja, wir müssen umspringen. Lauf mit mir! Ah, ich bin doch schneller. Na los, mach schon! Ja, was mal soll sehen, ich ob du das noch kannst. Ich schließe meine Augen und zähle und dann versuche ich, dich zu finden. Gut, okay. Ich zähle bis 10. Versteck dich gut. Kasten. Oh. Drücke C, um in den Schleichmodus zu wechseln. Und bleibe dann in Deckung, damit dein Gegner dich nicht sehen und entdecken. Damit deine Gegner dich nicht sehen und entdecken können. Während du schleichst, sind deine Schritte gedämpft. Gedämpft. Da ist sowas. So kann ich mich jetzt verstecken. Kann ich da hinten einen Trommel nach? Eins, ja, ich zwei, drei, und vier, Schleichmodus. Fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn. Ich komme. Oh mein Gott. Ich sehe dich. Wie hat die mich jetzt? Ist doch kein gutes Versteck. Noch ein letztes Mal, bitte. Oh, Corvo. Warum geht das nicht? Gut, diesmal musst du dich besser verstecken. Ich zähle bis 10. Ja, okay, von mir aus. Ja. Lauf gegen die Wand. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn. Ich komme. Wenn du Q oder E drückst, kannst du hinter Ecken hervorschauen und die Lage erkunden, ohne von deinen Gegnern gesehen zu werden. Hört sich praktisch an. Versuchen wir es gleich mal. Hier nicht. Geh zurück. So. Ja, such ruhig nach uns. Wirst du uns nicht finden. Haha. Nein, das ist gar nicht auffällig, wenn wir so völlig danach rausgucken. Nein, das ist nicht auffällig. Nein, nein. Gut, du gewinnst. Wir sollten jetzt gehen, damit hab Mutter dich aussehen kann. Oh. Ziel abgeschlossen. Yeah. Bin ich gerade über die Kleine gesprungen? Hast du Monster auf der Reise zu den Inseln gesehen? Mein Kindermädchen sagt, es gibt viele im Meer. Aber ich glaube, sie will mir nur Angst machen. Ja, ja, also da gibt es viele Meeresmonster. Oh Gott. Kindergeschichten sind nicht so mein Ding. Willkommen daheim, kaiserlicher Schutzherr. Nicht bewegen, Campbell. Und Sie, Corvo, willkommen zurück, woher Sie Hallo. Auch immer kommen. Sie haben ihn zu allen Inseln geschickt, um Hilfe zu erbitten. Zeitverschwendung. Mein Elixier wird die Seuche aus der Stadt verbannen. Nun halten Sie doch still, Oberaufseher Campbell. Naja, Moment, sieht die Stadt ja ich noch weiß ganz... nicht. Sieht das wie Campbell aus? Schick aus. Naja, dafür, dass hier so eine Riesenseuche sein soll. Wer bist denn du? Guck mich mal an. Sehen Sie, ich habe die Schleuse verbessert. Gott. Dem will ich lieber nicht angucken. Oh Gott. Naja. Sie empfängt sie gleich. Laufen wir mal weiter. Dem kleinen Mädchen in Weiß hinterher. Oh. Menschen sind krank, keine Verbrecher. Das hatten wir doch schon besprochen, Majestät.
Sie sind... Sie sind meine Bürger. Und wir werden sie vor der Seuche retten, wenn wir können. Jeden Einzelnen. Nun gut. Wir fangen damit nicht nochmal an. Mutter, Corvo ist wieder da. Danke, Emily. Lassen Sie uns allein. Wie Sie wünschen, Majestät. Corvo. Hallo. 2 Tage zu früh. Voller Überraschungen, wie immer. Ich mag ihn nicht. Der sieht komisch aus und ist auch klingt komisch. Folgen Sie mir, Hauptmann. Wir sollten Sie allein lassen. Günstige Winde bringen Hallo. Sie zurück zu mir. Welche Nachrichten bringen Sie? Hier, hast du. Ich hoffte, eine andere Stadt wäre damit schon mal umgegangen und würde ein Heilmittel kennen. Das sind sehr schlechte Nachrichten. Wir sind am Ende. Nein, lass den Brief doch nicht fallen. Feiglinge, sie werden uns belagern und abwarten, ob die Seuche die Stadt in einen Friedhof verwandelt. Geht es dir gut, Mutter? Du siehst traurig aus. Ja, keine Sorge, mein Schatz. Mutter geht es gut. Halt, wo ist die Wache? Wer hat sie weggeschickt? Mutter, sieh! Ich weiß nicht. Was machen die auf dem Dach? Was? Was ist da? Emily, hierher! Oh mein Gott! Drücke Linksklick für einen Angriff mit rechts oder Rechtsklick für einen Angriff mit links, wenn du eine Waffe oder Kraft bereithältst. Okay, versuchen wir alles. Pam! Okay, halte Steuerung links gedrückt, um Schwerthiebe zu blocken. Wenn du im richtigen Moment blockst, gerät dein Gegner aus dem Gleichgewicht, sodass er anfällig für einen Gegenangriff ist. Nö. What the... Hab ich den Knall hat erschossen. Da kommt er. What the... Ah. Er ist auch tot. Oh. Corvo, ich danke Ihnen. Wären Sie nicht hier gewesen? Nein, nicht nochmal. Nicht schon wieder. Mama! Ich kann mich nicht bewegen. Weg von ihr! Au! Mama. Ah, nein! Tu's nicht! Halt an, Corvo! Corvo, alles fällt auseinander. Finden Sie Emily. Beschützen Sie sie. Sie sind der Einzige, der weiß, was zu tun ist. Das wissen Sie doch. Corvo. Okay, hallo Leute. Der Orden schütze uns. Seht, was er getan hat. Ich war es nicht. Er hat die Kaiserin getötet. Nee, war ich nicht. Ey, komm schon. Was haben Sie mit Lady Emily gemacht, Verräter? Ihr eigener Leibwächter. Welche Ironie. Dafür will ich Ihren Kopf rollen sehen, Corvo. Ergreift ihn. Dishonored. Nochmal fett eingeblendet. Ja, wir sind auch jetzt ziemlich entehrt. Ich meine, uns wird angehängt, dass wir unsere Kaiserin getötet haben. Als ihr Bodyguard, in Anführungsstrichen. Und das kleine Mädchen entführt haben. Wie auch immer wir das getan haben sollen. Ich meine, wir sind auf einem Turm und das Mädchen ist weg. Wir liegen auf dem Boden. Ist ja auch egal.